Du hast jetzt, bist ja schon ein paar Tage hier, hast viel trainiert. Funktioniert alles so, wie du dir das gedacht hast in deinem Spiel? Ja, ich bin ein bisschen später angereist als normal eigentlich. Kam Samstagmorgen an, habe dann aber 2 Stunden trainiert, Sonntag 2 Stunden und dann gestern Doppel. Das hilft auch immer, wenn man doch schon Doppelrasen, auf jeden Fall ein Match gespielt hat. Ich bin sehr froh, wie ich aufschlag. Das hilft natürlich immer, aber auf Rasen noch mehr, denke ich. Vom Return her habe ich immer probiert, aggressiv zu spielen. Manchmal ging es nicht anders, okay, aber da war ich auch froh und dann eigentlich im Spiel, ja, sehr zufrieden. Ja. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen den Plätzen draußen, wo ihr trainiert, und wirklich dem Center Court, der nur für wenige Spiele offen ist? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Außer dem Lichtschatten? Ja, das ist klar. Das sind ja sowieso, das sind immer ein bisschen, das hat man eigentlich immer, aber jetzt vom Rasen her, ja, eigentlich ist okay. Ist genau, also am Anfang dachte ich vielleicht 2-3 Mal, oh, der ist ein bisschen schneller mit dem Slice, aber dann halt während den Punkten habe ich eigentlich gar nichts gemerkt. Ja, also ich würde gar sagen, kein Unterschied. Weitere Fragen? Naja, vielleicht mit bis jetzt noch. Wir haben auch Aufnahme. Ja, bis jetzt noch alles. Und ich habe jetzt einen sehr guten Rasenspieler geschlagen, sowieso einen sehr guten Spieler natürlich. Aber ein anderes Match ist wieder ganz neu, man muss wieder von vorne anfangen. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall so spiele wie heute und dann habe ich Chancen, um halt weiterzukommen. Und wenn das nicht so ist, ja, dann kann es auch ganz schnell wieder nach Hause gehen. Inwiefern arbeiten Sie im Moment mit der Kirilliver Breakpoint Base zusammen? Nicht. Gar nicht. Habe ich auch noch nie gearbeitet. Das Einzige, was ich mache, ist Mannschaftsspiele hier spielen. Und ich arbeite mit einem Physio, aber da habe ich jetzt auch schon 3-4 Monate nicht mitgearbeitet, weil er krank ist. Aber das ist halt mein, wie sagt man das, meine Beziehung sozusagen mit der Base. Ich habe noch eine Frage zum Casquet. Du gehst rein in das Spiel, du weißt, er war verletzt die letzten Wochen auch. Spielt das für dich irgendwie, du bist schon routinierter Spieler, irgendwie im Hinterkopf doch eine Rolle, dass du dir überlegst, vielleicht hat er nicht 100% drauf oder vielleicht gibt er gar nicht 100%? Also ich denke, wenn er nicht 100% spielen kann, dass er nicht spielt. Also das denke ich. Und letztendlich hat er ja French Open gespielt. Und wenn man French Open nicht fit ist und man muss 5 Sätze auf Sand spielen, ja, dann natürlich ist man vielleicht, ist er bei 5, 6 mal in die Ecke rennen, wo er vielleicht 90%, aber ansonsten spielt er, glaube ich, wie er sonst so spielt. Und habe ich eigentlich mir keine Sekunde eine Gedanke darüber gemacht, ob er vielleicht verletzt ist. Nein. Wie